Zu dir, wo bist du? Soll ich mich porten? Ja, oder porte dich. Ich bin direkt am Porter, ich hab da gewartet, weil du meintest. Haben wir was zum Abgeben? Nee. Du bist auf jede Menge Ressourcen. Meine Uhr zu stellen. Deine Uhr? Ja. Wegen Parts und ne, damit ich weiß, wie lange, weil die PlayStation kann ja nur eine Stunde aufnehmen. Ja, okay. Ah, ja. Hey. Guck mal, hier vorne. Da war ich drin gerade. Da, siehst du? Ja, und? Was war da drin? Kannst du, wenn du willst, reingehen? Da ist nur so ein Alien-Materie gewesen und zwei Adern. Wo hier? So eine Schlange. Oder hier? Ja, ja, von da aus. Ja, ja, hier mit drin. Kannst du mal gucken, so was das Rätsel ist. Ah ja, das hat sie eben auch gemacht, wo du nicht da warst, in so einem Schwingen. Das war aber nur für ein Essen. Und hier vorne war ich noch nicht, weil ja, da wollten wir ja nicht hin. Ja, können wir jetzt gehen. Bevor du die... Mein Knuspern nicht. So, auch ein bisschen. Stört das nicht, ich will jetzt nicht wegen Stream. Ja, lass es einfach. Oh, was? Ih. Sind da Tomaten runtergefallen? Stell dir vor, von einer riesigen fallenden Tomate getötet zu werden. Platsch. Killer Tomatoes. Keins eisige Zuflucht. Oh. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Anfang? Aber nein. Ich glaube, das Gebiet ist voll riesig. Willst du nicht hier rein? Warte mal. Hey, wir haben schon über ein Viertel von den Essensdingern gefunden. So ein Mod-Programm. Vogels, Höhle der Ruhe. Okay, okay, ich bin hier. Ich hab's verstanden. Hier ist aber nichts, ne? Ne. Hier ist nur dieses oben, dieses Ding. Das die werden wir gleich brauchen. Ich hab die schon alle kaputt gemacht. Hey. Bevor wir weiter reingehen, meinst du, weil außenrum war ja... Muss ich kurz Mike richten? Aber ich denke mal, wir gehen wieder hier aus dem Ausgang raus. Ja, ja. Hast du das Essen genommen? Nee, nur da war eine Ader. Ich gehe jetzt hoch zum Essen. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Let me eat. Komm, ey, warum hält der sich da nicht fest? Naja, okay, das ist total komisch hier, Alter. Manchmal hält er sich fest, manchmal nicht. Jetzt hält er sich fest. Wie weit der Energiebalken wohl geht, der ist ans andere Ende vom Fern.
Looks important. You should break it. Die Zelda-Truhe. Verzierter Designmerk des Alien-Schiffs steht für bla bla bla. Truhe gut, öffne sie. Warte mal, da sind so Zeichen drauf auf der Truhe. Mhm. God of War. Schlange, Fisch und Baum. Sind die Zeichen hier irgendwo? Schlange, Fisch und Baum. Sind die Zeichen auf den Knöpfen? Nee. Wir haben auf jeden Fall einen dreieckigen Knopf, einen runden und einen viereckigen. Ich habe hier einen dreieckigen Knopf. Soll ich den drücken? Nee. Okay, dann nicht. Dann gehen wir einfach wieder raus. Scheiß auf die Truhe. Da hinten ist noch eine Ader. Hier ist ein viereckiger Knopf, aber der ist so blau. Ja. Also die Hälfte ist so dunkelblau, die andere Hälfte ist so hellblau. Ja. War mein Knopf eben dein auch. Knopf? Der war genauso. Oh, das ist ja auch noch eine Ader. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, ja gut, drück mal drauf. Einen Moment. Was passiert? Drück aufs Knöpfchen, Max. Passiert nichts. Passiert nichts? Nee. Ich drück mal hier den Viereck. Man das muss doch klatschen, oder? Klatsch mal. Alles ist falsch. Da ist ein Gegner gespawnt. Also der Knopf hat gar nicht reagiert, ne? Hat er bei dir irgendwie reagiert? Ne, ne, auch nicht. Hast du mal unten die Knöpfe versucht zu drücken? Hey, dein Knopf sieht ja ganz anders aus. Deiner ist so zwei Farben, meiner glaube ich nicht. Ja, dein zwei Farben, deiner hat eine Farbe oder wie? Ja, ich meine schon. Der hat auch zwei Farben, der Knopf hier, der Kreis. Zwei Farben. Schieß mal. Oh, scheiße, ich hab's verpasst. Mit der starken Attacke wollte ich mal drauf schießen. Mach mal. Dann passiert nichts. Vielleicht das Scan-Ding? Ja, scannen, ja, ja, ja. Hab's gerade gemacht. Ja, bei mir macht er das nicht. Nee, ich hab gescannt und ein Licht ist aufgegangen hier. Achso, dieses Scannen meinst du? Ey, Truhe ist auf. Kann man da auch noch was scannen? Achso, das ist nur so eine Antimaterie. Stell dir vor, die Truhe ist zu, wer bin ich? Kratos. Okay, das war's hier, ne? Ah, da hinten war's drin, ne? Da war nur der andere Knopf. Ja. Gut. Aus hier, glaube ich. Bei dir. Hui. Hey, nicht. Warst du nicht gerade hinter mir? Das ist nicht, das ist voll das Spiegelkabinett hier. Ja, Spiegelkabinett. Nice, dann haben wir das auch. Das geht dir hier wie am Schnürchen. Zack, zack, zack. Ja, hier die Tomaten. Boah,
rettet er mein Leben. Okay, let's go. Oh, lass mich mal treffen. Warte, ich lass mich treffen. Ich auch. Alter, die Tomaten sind voll am Furzen. Das macht gar nichts. Juch sagt, der macht nichts. Das zieht drei Dinger ab. Irgendwann mal noch kommt noch ein Boss oder irgend so ein krasser Typ, gegen den wir nicht ankommen. So ein Quenzchen. Frühstück Klatsch. So, wo waren die Dinger, die wir kaputt machen müssten? Die waren links irgendwo. Da ist eine Höhle. Hier ist eins. Wo war die Höhle? Ja, die meinte ich. Also. Machst du? Ja. Sehr gut. Ja. Ah, hier ist ja kaum was dran. Au. Ist aber echt nur. Guck mal da oben. Nee. Irgendwo war ich schon. Hier. Was meinst du? Da bin ich kurz ohne dich hingegangen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da war auch, glaube ich, nur was. Ah, da. Wo ich hinschieße. Ja. Was ist da? Bis so oben. Da oben. Ja, da wo du bist, genau da, wenn du weitergehst. Da kannst du dann links mit so einem Enterhaken dich rüber schwingen. Ja, hier geht's auch weiter. Ich checke erstmal hier aus. Hier ist aber nichts. Ja. Habe ich dich blockiert? Ja, ich bin aber nicht runtergefallen. Ah, boah. Oh, Kopfhörer, wie gut schon. Au. Hier kommt man nur nach oben. So eine Abkürzung, weißt du. Hast du das Orangene jetzt eingesammelt, oder? Das, was da unten hing, ja. Ja. Okay, ja, wenn wir hier weitergehen, müsste noch so ein Sprengding sein. Hier ist sogar noch so ein Ding zu sammeln. Und guck mal hier. Siehst du mich? Moment. Über mir? Nee. Ja, hier durch den, wo der Baum ist. Guck mal durch den Baum. Siehst du mich hier? Bisschen mehr nach rechts gucken. Rechts, rechts. Hier. Ach, dahin. Ja, hier war so ein Essensding. So ein Alien-Zeug. Ja. Ah, cool. So, mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Ja, hier war auch noch ein Essensding, was ich gerade gesammelt habe. So, hier links
Entweder hier lang oder hier lang. Aber in der Höhle waren wir ja schon, ne? Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob da was war. Da auch nicht mehr. Aber hier ist. Danke. Ich glaube, das ist nur ein Ausgang oder so. Oder ist das anderes? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Boah, wie laut das ist. Ja, Höhle, keine Ahnung. Mal kurz rein. Achso, diese Lava-Höhle. Ich glaube, da haben wir alles. Hier geht's hoch. Nein. Guck mal hinterm Porter. Halt dich doch da fest. Wo war hier noch was? Ich glaube nicht. Hier haben wir. Puh. Da war nur die Wand. Ganz oben, da kann ich mich nicht mehr erinnern, was da war. Ich glaube hier rechts, da geht's doch so runter, oder? Das war, wo die Drachen besiegt hatten, oder? Ach so, dann ja, hier sind die Drachen. War da noch was? Ist da hinten Dingens? Wo bist du? Da hinten ist noch so ein Energieding. Haben wir nicht eingesammelt. Ja. Und ich glaube, ich sehe sogar noch eins. Oh oh. Lass mich doch in Ruhe. Ich will nur Energy. Genau. Mal gucken, ob die Granaten irgendwas machen. Fallen bestimmt ab an deren Haut. Boah, erwischt. Denkt er. Okay, hier im Wasserwall war nichts. Waren wir hier schon? Nee, ne? Nee, du warst hier bei den Schleimdingern. Ja, ja, aber hier um die Ecke war ich noch nicht. Hopp.
Fragezeichen. Vielleicht meint er das hier. Weil hinterm Wasserfall ist was. Oh, ist da. Nein, diese Annäherungsdinger. Was steht da? Diese lästige. Mit dem richtigen Werkzeug offen halten. Ah, okay, bestimmt. Da oben irgendwas. Strom. Irgendwas mit Strom. Warte mal. Geh mal zurück. Hätte sein können. Aber warte mal, ich habe eine andere Idee. Geh mal vor. Bleib mal genau dazwischen stehen, wo es außen zugeht. Hier. Warte mal, was passiert? Ja. Hey? Warte mal. Hä? Warum will der nicht rutschen? Der will nicht mehr rutschen. Das geht bestimmt nicht bei der Tür, ne, zu rutschen. Aber guck mal, ich kann das hier machen. Registriert der das, wenn man in der Luft ist? Ja, ich glaube schon. Ja, der rutscht echt nicht mehr. Nur wenn die Tür zu ist, dann rutscht er. Guck, da hast du mich gerade gestupst. Ich bin runtergerutscht. Au. Ich hab dich geschubst. Ja, weil ich habe mich nämlich gar nicht bewegt. Whoops. Ja. Dann Supporter. Oder. Jo. Hier lang. Irgendwo. Ja. Ich laufe zum Anfangsporter, der müsste doch direkt da sein. Ah, der ist oben, der Porter. Das ist, dass die Porter wenigstens nicht markiert werden. Ja, man muss ja alles merken. Wohin porten? Zum nächsten Gebiet? Das erstmal abgeben, oder? Vielleicht können wir was Neues upgraden. Jo. Das nächste wäre dann Stockfrucht und Pestbomben. Meinst du, das kriegt man mit der Schockfrucht auf diese Tür? Bestimmt. Magnet für kostbares Zeug. Nie wieder Beute verlieren. Ja, okay, dann wird die Beute zu dir herangezogen. Dann gibt es ja auch bestimmt eine Map irgendwann mal. Glaubst du? Ja, oder so ein Navigator oder sowas. Dann. Plantarisches Treibgut?
Oder wolltest du ausmachen? Ja, oder lass ausmachen. Erstes Ent Aber was ist mit dem letzten Gebiet vom ersten? Lass mal versuchen. Der Turm. Ambient temperature 81 degrees. Biosigns nominal. Weil jetzt müssen wir da eigentlich hinkommen, ne? Weil wir haben ja alles von. Achso. Okay. Manchmal zeigt er das an, manchmal nicht, ganz komisch. Guck, ich bin direkt beim Schiff gelandet. Hä? Am Anfang haben wir doch drei Dinger nur verloren. Ist ja komisch. Also bist du jetzt direkt gestorben? Ja. Hm. Vielleicht ist der Abgrund in den Gebieten schlimmer oder so, keine Ahnung. Aufmachen, Polizei. FBI, open up. Guck du mal hier um die Ecke. Ich guck mal hier. Voll die Grastextur. Das sind so Blöcke, ich will da hinspringen. Spring einfach mal. Ne, das sind unsichtbare Blöcke, also durchsichtig. Ja, du bist wieder direkt am Schiff. Mal gucken, wenn ich sterbe. Just remember, you did your best. It wasn't very good, but it was your best. Hey, hi. Buddy. So, you died, and I made a clone of you that shares your memories. Listen, just don't overthink this. Our bioprinting is accurate to 99.1%. So, ja gut, as long as you dann don't die, lass ausmachen, dann können wir morgen more times. Oder halt das nächste Mal, wenn wir zocken, das nächste Gebiet anfangen. The sun shines okay. Down on another beautiful day. Ich mach den Fernseher noch sehr laut. Da war Werbung. Aber meinst du, wir schalten neue Werbung frei? Ja. Ja, die ist neu. Ja, Brainwipes. Ach, zum sauber machen. Ja, ja. Moisturizes as it soothes. Great for dry brains or stressful gatherings. This sucks. Brainwipes intelligently navigates the interior sectors of your brain, removing any thoughts of malcontent, putting you back on the track to a positive outlook. Wipe away your worries with Brainwipes emotional disinfectant smart tissues, available at Happy, Apathetic, and Sociopath. That's on the geile Werbung. Ich hab schon. Die ist auch neu. Moba Moba Mobile VR 17, Alter, geil. Ja, Mann. Pay more, win more. Pay more. Weißt du aus. Moba, 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 Moba. Wie jedes Kind, was kostet, Alter? More microtransaction requirements than any other game. It's unparalleled. Mobile BRB 17 Golden Free coming soon from Brain Drain Games. It's not in the game. Unless you separately purchase each character world element model. Yeah, it's not in the game. Yeah, das sagt sogar so. Außer du kaufst es, bla 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 bla. The
Oh, DHD Double D. Geil. Nee, dieses It's Not In The Game hat mich jetzt dran erinnert, so EA, It's In The Game. Ja, ja. Da gibt's ja auch diesen Witz, ist auch neu. Das EA, diesen It's Not In The Game und dann so DLC 1, damit du eine Waffe benutzen kannst, kostet 5 Euro. Also. Blobline. Just 2500 for the first minute and 42,000 for each additional minute. Call the blob line now. Additional transplantational rates of blob must be over 622 Z-Nexter. The fun times are highly contagious at BioCruisers Viral Vacations. Catch the infectious excitement as you sail the two Corona seas on our fully isolated seafare lethal luxury getaways. Bon voyage! Make yourself at home in our deluxe super spreader wide staterooms complete with UV lighting, fomite hardware and countertops, and ultra-lux contagion plus mattresses, each with its own observable bug colony. Let the kids go wild at Manatee Microbes Maritime Water Park. It's totally sick! Quarantine at our two-star open-air Particles Barnacles Buffet. Or pop for a fancy night out at Big Barb Steakhouse. And wind up the night at Pestilence Social Distant Disco. Or slide on over to Sneezer's Lounge for our signature Contamibration Cocktail from one of our filthy-handed bartenders. Contact Trace, our viral agents, immediately to get on board and embark on a vacation of epidemic proportions. BioCruisers Viral Vacations. Go viral. Thoughts? Meat scraps? Die gefällt wohl Werbung. Ja, die habe ich alle schon geguckt. Die kannst du, by the way, hier nochmal gucken. Da sind die in besserer Auflösung. Ja, ja, ich weiß. Alien-Forschung. Ah, Alien-Forschung. Wir haben Textdateien. Die zwei Dinger, die wir gefunden haben. Bei den Videos? Nee, nee, rechts daneben. Aber der hatte auch neue Videos zum Dingens. Mobile, 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 das war die geilste Werbung, Alter. Immer wenn du mir ein Handygame vorstellst, dann denke ich immer so von dir. Mobile, 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 guck dir dieses Spiel an, Alter. Du musst nur 30 Euro bezahlen, damit du dich bewegen kannst. Geil! Gut, boah, wie ich am Wegschubsen bin. Geht das weiter? Ne. So. Jetzt beende ich die Aufnahme. Ach, Expeditionsprotokoll, meinst du? Ja, die zwei Dinger da, diese komischen Hoden, die wir da gefunden haben.